Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video aus der Zwergenbucht. Dieses Mal von einem Jagdausflug in die zentrale Steppe. Da haben wir uns zwei Karren geschnappt, einmal den Ochsenkarren, auf dem ich hier sitze, und den bespannten Pferdekarren hinter uns. Dann noch ein paar Nahkämpfer, zwei, drei Bogenschützen und unsere Ritter hier, also Kyria und Valudir, die ja schon Plattenpanzer haben, und sind einfach nur losgezogen. Wir haben unsere Karren beladen mit Essen, Trinken, Pfeilen und jede Menge Verbandszeug. Denn davon braucht man ja doch recht viel. Und natürlich Seilen. Das war mit ein Grund, warum wir losgegangen sind. Wir brauchten mehr Büffel, um unsere Karren zu ziehen. Weil Bullen und Pferde sind natürlich auch schön und gut. Aber die Pferde braucht man normalerweise zum selber reiten. Und Bullen gibt es nicht ganz so viele. Davon haben wir im Dorf, glaube ich, nur zwei oder drei. Im Gegensatz zu doch recht vielen Büffeln inzwischen. Aber ja, das war einer der Gründe, warum wir los sind. Und um unsere Kampffertigkeiten zu trainieren. Wir haben ja extrem viele neue Spieler und deren Kampffertigkeiten sind so alle ziemlich niedrig, da es nicht ganz so viele Wildtiere bei uns in der Gegend gibt. Beziehungsweise es gibt genauso viele wie vorher auch, aber wir sind halt mehr Spieler und da bleibt nicht viel übrig, wenn dann zwei, drei Jagdtrupps unterwegs sind. Also dachten wir uns, ab in die zentrale Steppe, da sind keine Bäume im Weg, man kann den Gegner gut kommen sehen und da toben wir uns ein bisschen aus. Und das hat dann auch soweit ganz gut geklappt. Aber die zentrale Steppe ist ganz schön weit weg. Also mussten erstmal Richtung Safety an der Bucht lang, bei Safety den Knick nach links machen, der Hauptstraße folgen bis nach Glittershaw. Glittershaw durch, da haben wir einen kleinen Halt eingelegt, damit ja die ganze Karawane sich wieder ein bisschen staucht. Weil bei jedem größeren Unternehmen, in jedem Spiel muss man immer zwischendurch Pausen machen, sonst kommt irgendjemand nicht hinterher. Weil es Lags gibt, weil es Disconnects gibt, weil man kurz AFK gehen muss und so weiter. Hat man bei uns auch gemerkt, aber trotzdem kamen wir meiner Meinung nach ziemlich gut voran. Dann sind wir in Glittershaw raus, durch das Nordtor. Da sind die ganzen Händler. Also wenn man mal Silber auf Tasche hat und nichts anderes zu kaufen oder zu spenden weiß, dann ist da nicht unbedingt ein guter Ort einzukaufen, weil die Preise teilweise recht teuer sind, weil es halt so ziemlich der einzige Ort ist. Aber man kann da schon ein bisschen rumstöbern und versuchen, Schnäppchen zu ergattern. Aber ja, da dann durchs Nordtor durch, Händler vorbei, weiter Richtung zentrale Steppe, die Hauptstraße entlang. Und praktischerweise führt die Hauptstraße genau dahin. Also wenn man auf die Karte guckt, sieht man ja auch schon, dass es so geplant war. Was denn später dahinter kommen soll, weiß ich noch nicht. Also das weiß ich nicht, was da geplant ist. Da habe ich noch nicht genug Kontakte zu der hiesigen Community. Weil die Leute, die ich kannte, sind schon seit einem halben Jahr nicht mehr am Spielen. So nach dem Motto. Aber ja, das kriegen wir alles noch hin, damit wir rauskriegen, wer auch da hinten noch aktiv ist und dergleichen. Was ich weiß, ist, dass eine Hauptstraße momentan von Safety aus einen Knick machen wird in unsere ungefähre Richtung. Also eigentlich zu unseren Nachbarn, aber wir können dann auch uns daran anbinden. Wir haben ja inzwischen den Wald nördlich von unserem Dorf zu ziemlich weggerodet und haben dementsprechend auch einen guten Zugang zu der neuen Hauptstraße. Was denn auch noch jede Menge Vorteile bringen wird. Also zum einen kann man uns leichter finden. Das heißt, wenn jemand auf den Server wieder kommt, kommt er leichter zu uns hin, weil es halt direkt eine Hauptstraße ist und alles ausgeschildert ist. Aber auch zum anderen werden wir ein bisschen eher anerkannt. Also dass die Leute sehen, oh, da ist ja noch eine Stadt. Dann kommen die mal gucken, dann sehen die, oh, das ist ja eine riesige Stadt. ja, inzwischen sind wir auch die größte Stadt auf dem Server. Das war auch recht interessant. Also quasi über Nacht von einem kleinen Dörfchen, na wohl nicht wirklich klein. Also wir waren damals ja schon 8, 9 Leute. Das klingt jetzt nicht viel, aber die meisten Dörfer sind echt nur so 2, 3 Menschen und die sind teilweise nicht gleichzeitig on. Also für Wurmverhältnisse waren wir damals schon eine Stadt und kein Dorf. Und jetzt sind wir eine Großstadt, wenn nicht sogar die Hauptstadt. Der einzige Haken ist halt nur, ich habe nicht genug Ahnung von Logistik und von dem High-End-Content von dem Spiel. Und wir sind sonst außer Valo und mir alles Einsteiger. Also unsere Skills sind dementsprechend schlecht. Das heißt, uns Hauptstadt zu nennen, wäre ein wenig komisch. Aber wir haben auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Und ich denke mal, unsere Nachbarn haben tierisch gestutzt, als wir angefangen haben, alles wegzuholen und aufzubauen. Wir haben ja inzwischen auch die ganze Unterstadt aufgebaut und dergleichen. Das ist echt der Hammer. Naja, also das wäre dann schön, wenn die Straße da ist, damit wir noch mehr Leute bekommen, also vielleicht auch andere Deutsche, die noch auf dem Server sind und momentan irgendwo in der Wildnis alleine kampieren oder in einem anderen Dorf sind, aber da nicht wirklich glücklich sind, dass sie dann auch schneller zu uns finden und auch überhaupt von uns erstmal wissen. Aber gut, zurück zu unserem Jagdausflug. Ich fange schon wieder an zu schwafeln. Wir sind also Glittershaw raus, neu nach Norden, Richtung Steppe.
Und in der Steppe ging das Chaos dann los, denn wir waren ja nicht nur die Leute, die hier losgezogen sind, sondern auch viel, viel mehr im Teamspeak. Also erstmal gleich einen neuen Channel geschnappt und selbst da war es dann noch ziemlich chaotisch, weil wir hatten halt jeder Seile dabei und der Auftrag war, wenn man irgendwas sieht, was man mitnehmen kann, dann nimmt es auch mit. Also Bisons, Pferde, Büffel und dergleichen. Und dann hat halt jeder im Teamspeak angedeutet, oh, da ist ein Pferd, da ist ein Bison, ich laufe jetzt los, ich hole das Bison. Kann noch jemand kurz hinterherkommen, mich schützen? Ich sehe da ein Reh. Und so weiter und so weiter. Zwischendurch irgendwelche Schreie, da ist eine Riesenspinne, da ist eine Riesenspinne, da ist ein Krokodil. Und ja, also war schon ziemlich chaotisch. Da müssen wir uns für das nächste Mal irgendwas einfallen lassen, dass irgendwie von vornherein abgeklärt ist, wer was macht, also wer welche Tiere einsammelt, wer möglichst nach Gegnern Ausschau hält und so weiter. Aber trotzdem für ein erstes Mal sehr produktiv. Wir haben jede Menge Tiere gefunden, vor allem Bisons, aber auch Pferde und Kühe. Dann haben wir noch jede Menge Leder gefunden. Das war am Anfang ziemliche Mangelware, weil halt jeder eine Lederrüstung brauchte. Und Kyria ja sich die Finger blutig genäht hat, um die Rüstung herzustellen. Nur hatten wir halt irgendwann kein Leder mehr. Leder braucht man auch noch für Sättel und Wasserschläuche und was weiß ich. Also ja, Leder haben wir jede Menge bekommen. Fleisch, Unmengen Fleisch und Körperteile. Also Körperteile, um Heilpaste herzustellen. Und das klingt irgendwie alles mal so komisch. Ja, wir kamen mit ganz viel Fleisch nach Hause und Körperteilen und ganz vielen Leichen für unser Katapult. Aber ja, wir sind Warfortress-Zwerge, da darf man keine Skrupel haben. So, also alles in allem sehr produktiv, auch wenn einer gestorben ist. Deswegen sieht man mich hier noch ein wenig alleine durch die Wildnis eiern. Der Rest der Karawane ist dann schon auf dem Weg nach Hause. Ich bin dann losgelaufen, um die Leiche zu finden. Hat ein wenig gedauert, aber am Ende haben sie auch noch gefunden. Auch wenn sie ein bisschen verbuggt war. Also ich konnte die Leiche einfach aufheben, aber wie man hier sehen kann, war angeblich der Spieler immer noch da. Was aber nicht war, er war zu Hause bei uns im Dorf. Das war ein wenig gespenstisch. Aber na gut. Leiche eingesackt und wieder auf dem Weg nach Hause. Nochmal 20 Minuten geradeaus reiten. Ja, aber der Vorteil davon ist, man kann unterwegs auch ja craften. Also eine Heilpumpe herstellen oder Sachen reparieren. Das sollte man bei solchen Trips auch immer mitnehmen, wenn man was zu tun hat. Also am besten ein paar Pfeile herstellen, irgendwo in die Wildnis schmeißen, nach 2-3 Tagen sie wieder einsammeln oder noch besser in die Schmiede packen. Da gehen sie ja auch kaputt. Und dann die kaputten Pfeile oder kaputte andere Gegenstände mitnehmen und auf solchen Trips einfach nebenbei reparieren, damit ihr auch während der Fahrt was zu tun habt und Skill Gains bekommt. Aber gut, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen und wir sehen uns bald wieder.